Was geht ab, Gemüse? Willkommen zu Gaming mit einem neuen Part von Hidden Agenda. Ja, wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Teil 1 ist vorbei und wir machen noch direkt weiter mit Teil 2, würde ich sagen. Ja, direkt weiter, fortfahren. Jetzt kommt Teil 2 von Hidden Agenda. Tja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Oh, ganz schön verregnet. Es ist fast Heavy Rain. Wir sind mal wie im Police Department. Mal schauen. Hey Sam, wie geht's? Es geht so. Ist wohl immer viel Arbeit, wenn ein Freak unterwegs ist. 24 Stunden. Nimm mal lange. Nimm mal lange. Ich habe ein schlechtes Gefühl, dass wir das schaffen. Okay, Leute. Ruhe bitte und zuhören. Ja, Hey, gut, Entschuldigung. zuhören. Ja, ist okay. Wir haben einen Kopf verloren. Er kehrt nie wieder in den Dienst zurück. Tutu. Es kam fast noch schlimmer. Ich weiß, das ist schwierig für uns alle. Niemand hätte gedacht, dass wir erleben, dass Jack Calvary zu Fall gebracht wird. Tutu. Er. Sollte aufhören. Seien wir ehrlich, er war nicht der Typ, der Mäuse mit Speck fängt. Nee. Aber er war einer von uns. Und Natürlich. diese Tat ist nicht hinnehmbar. Nein. Was gibt es Neues zu der Zeugin? Entschuldigung, Sergeant. Was gibt's Neues zur Zeugin, dem Callgirl? Die Fahndung ist raus und nach diesem Adam Jones auch. Ich sag Bescheid. Solange sich nichts anderes ergibt, gehen wir hier zunächst von einem Nachahmungstäter aus. Es ist gut möglich, dass Jonathan Finn irgendwie aus dem Hintergrund die Fäden zieht. Das kann sein. Wir haben Staatsanwältin Felicity Graves hier, um bei der Ermittlung zu helfen. Sie ist Christy, vertraut mit dem whoop. Trevor-Fall. Sie wird uns helfen. Bitte unterstützen Sie sie. Detective Marnie, ab jetzt gehen Sie bitte Calvarys alte Trevor-Akten durch. Natürlich. Wir suchen Zusammenhänge, die übersehen wurden. Ja, klar. Ja, klar. Okay. Okay, ran an die Arbeit. Denk dran. Jack Was soll man anders sieht machen? Uns zu, Der wo auch Befehl immer er ist Befehl. gelandet sein mag. Machen wir ihn stolz. Befehl ist Befehl, da kann man nichts machen. Ist nervig, Papierarbeit, aber es muss getan werden. Hi, Miss Graves. Wie geht's Ihnen? Es ist hart, einen von uns zu verlieren. Egal, wie es passiert. Ist logisch, ja. Aber danke der Nachfrage. Kein Ich melde Thema. mich, wenn wir was finden. Ich hab das Handy jetzt auf den Tisch gelegt. Ich dachte, wollen wir die ganze Zeit in der Hand halten. Also es geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Was? Du wolltest ein Alibi von mir. Am Tatort. Glaubst du wirklich, dass ich was damit zu tun habe? Becky. Ich hab dich was gefragt. Würdest du mich durchlassen? Besorgt. Wir sind Partner. Wir müssen ehrlich zueinander sein. Ehrlich? Schön. Ganz ehrlich. Jeder weiß von dem Streit zwischen dir und Calvary. Ein paar Leute glauben, du bist nicht ganz dicht. Du musst besser auf dich aufpassen. Tom, du beschuldigst mich des Mordes an einem Officer. Ja. Du hast ein Motiv. Ich mache nur meinen Job. Du bist mein Partner, Tom. Wie könnte ich das vergessen? Wir sollten auf der gleichen Seite stehen. Ja. Ich bin nicht auf deiner Seite, weil ich dein Partner bin, sondern weil ich dein Freund bin. Und davon hast du hier mehr, als dir klar ist. Wieso gibt Riggs wohl dir die Akten? Er will mich aus dem Weg haben. Vielleicht. Aber vielleicht denkt er auch, du findest was raus. Ist möglich. Man weiß das nicht. Man weiß das nicht. Kann alles Mögliche sein. Vielleicht vertraut er ihr mehr, als man denkt. Adam Jones war definitiv in Las Palmas, zusammen mit Finn. Angeblich ist er bei dem Brand damals umgekommen. Und jetzt behauptet Finn... Jones wurde später zum Trapper, aber wie kann das möglich sein? Das macht keinen Sinn. Nein. Pfleger. Len May, Pfleger in Las Palmas. Wurde immer wieder kurz im dritten Distrikt angebuchtet, war aber dafür berühmt und berüchtigt, längeren Haftstrafen stets zu entgehen. Scheint so, als hätte er gute Beziehungen nach oben. Wenn Cops aus Distrikt 3 die Ziele des Trappers waren, ja. dann
verbindet er beides. Kann sein. Sein Bruder Vernon May arbeitet hier bei der Abfallentsorgung. Ich statte ihm einen Besuch ab. Ich dachte, er hat die Abfallversorgung arbeitet. Bitte warten. Steht ja so im Handy. Bitte warten. Die Stunden, wir haben nämlich viel Zeit. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es kommt eine Quicktime-Sequenz hierbei. Deswegen sollte ich vielleicht es in die Hand nehmen. Können wir uns unterhalten? Oh, Scheiße, hat's gerannt. Fuck. 4609, verfolge Verdächtigen. Er ist zu Fuß weg. Sogar mehrere Quicktime-Events. Das ist bestimmt noch nicht vorbei. Komm, Typ. Sei vorsichtig. Renn jetzt aufs Dach. Bleiben Sie weg! Weg! Wir wollen doch nur mit dir reden. Waffe fallen lassen. Waffe fallen lassen, jetzt! Nein, bleiben Sie weg! Weg mit der Waffe! Ja, los! Ich sag es nicht weg nochmal. Mit der Waffe! Waffe fallen lassen! Weg damit! Jetzt! Oh, nein! Ups! Also, vielleicht die falsche Entscheidung. Das war so. Ich hab den so gefunden. Unglaublich. Wer macht sowas? Ja, ich. Ja. Was ist passiert? Oh Gott. Ich weiß auch nicht. Es lief alles schief, Mann. Er ist einfach darauf gegangen. Und du solltest ihm nur ein paar Fragen stellen. Keine Ahnung, vielleicht war er lebensmüde. Ich weiß es doch auch nicht. Ganz langsam. Tom, das ist nicht meine Schuld. Okay. Nee, so, ich will es ja nur verstehen. Sie hat nur versucht, ihm zu helfen. Das war's. Das ist passiert. Sag mir, wie es passiert ist. Frustriert. Meinst du, ich hatte eine Wahl? Ich habe ihn ja nicht geschubst. Und was? Er war bewaffnet, Tom. Okay. Was für eine Scheiße. Scheißdreck. Okay. Ja, das kann man so sagen. Vielleicht sollten wir uns einfach einen Kaffee holen. Durchatmen. Ja, von mir aus. Das ist ärgerlich. Ärgerlich. Wie haben wir denn noch? 18... Oh, das wird so knapp, ey. Das wird so scheiße knapp. 18 Stunden bis Until Dawn. Ne, 18 Stunden Until Dawn, so. Waisenhaus. Ne, erste Opfer. Nochmal zurück. Der Bestatter. Das Ziel, für das Finn kein ersichtliches Mordmotiv hatte. Offenbar keine Verbindung zu Las Palmas. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Die sagte, sie hat keine Ahnung, warum Finn ihren Mann hätte umbringen wollen. Aber nach 5 Jahren hat sich ihre Sicht vielleicht etwas verändert. Mal sehen, ob sie jetzt gesprächiger ist. Ist möglich, ja. Aber sie ist bald tot, weil wir sie aus der Seele vom Dach schmeißen. Kann das sein? Ja. Ja? Moin! Was wollen Sie? Wie geht's? Ich bin von der Polizei, sag mal direkt. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen über Ihren Mann stellen. Dafür habe ich wirklich keine Zeit. Entschuldigung, wie bitte? Ich sagte, ich habe keine Zeit für Fragen über diesen Lügner und Betrüger. Niemand hat mir Fragen gestellt, als ich meldete, dass er mich schlägt. Ja, scheiße. Es tut mir leid, was Sie durchmachen mussten. Und dass die Cops Ihnen nicht geholfen haben.
das geht nicht. Verdammt richtig. Naja, jetzt bin ich hier, bereit zum Zuhören und Helfen. Was wollen Sie denn wissen? Ja. Es tut mir sehr leid zu hören, dass Ihr Mann Sie so behandelt hat. Ja. Klingt, als hätte er es wirklich verdient gehabt. Ja, sehe ich auch so. Wollten Sie noch was? Ich wüsste gern, ob Ihr Ehemann jemals die Dienste eines Callgirls nutzt. Soll das ein Witz sein? Er hat seinen Schwanz in jedes Loch gesteckt, egal ob schweineteuer oder spottbillig. Ich habe aufgehört zu zählen. Ma'am, kennen Sie vielleicht jemanden namens Adam Jones? Ein Junge namens Adam hat manchmal meinem Mann geholfen, bevor er seinen Job als Bestatter verlor. Aber das ist schon lange her. Könnte er das sein? Vielleicht nur etwas älter? Ja, könnte sein, ja. Sind Sie sicher? Sehen Sie genau hin. Ja? Sehe genau hin. Ich glaube, das ist er. Sieh hin! Vielen Dank für Ihre Zeit, Miss Johnson. Ja, Quatsch. Hättest du uns Sicht halten müssen. Sieh hin! Sieh hin! Ist der das? Oh, wir werden verfolgt. Von wem werden wir verfolgt? Ist eine Frau. Hat eine weibliche Statur. Oder ein sehr schwach. Oder ein sehr schwach gebauter Mann. Oh, das Ding hat mir aber sehr viel Zeit gegeben. Perfekt. Hey! Los, zeigen Sie sich! Bleib doch stehen! Was zur Hölle wollen Sie? Bleib einfach stehen. Junge! Oder Mädel. Hier ist 609. Ärgerlich. Verfolge unbekannten Verdächtigen. Du verfolgst den immer. Mittelgroß. Dunkler Pulli. So eine Scheiße, ey. Ja. Da würde ich mich auch ärgern. Ja, was Scheiße, ey. So eine Mist, ey. Aber ich habe jedes Quicktime-Event geschafft bisher. Daher. So. Jetzt müssen wir nur noch ins Waisenhaus. Wenn die Morde verknüpft sind mit dem Las Palmas Waisenhaus, steht Vater Rominski im Mittelpunkt des Ganzen. Einfach zu schade, dass der Rest des Klerus ein Schweigegelübde abgelegt hat, sobald es haarig für ihn wurde. Aber Finn sagte Felicity, dass Rominski damals eine Art Geheimraum in dem Waisenhaus hatte. Konnte dazu in den Polizeiberichten nichts finden. Ich glaube, ich sollte mich selbst mal nach Las Palmas begeben und umsehen. Sollten wir machen, ja. Sollten wir auf jeden Fall machen, weil das könnte Hinweise geben. Verlassen. Oh, da wird Fotos gemacht von ihr. Der Master von Locking oder was? Natürlich. Der Master von Locking. Da muss ich direkt Barry zitieren. Who is the Master von Locking now? Oh Mann, ey. Was für ein verlassenes Waisenhaus, ey. Aber wenn da wirklich so viele Sachen passiert sind wie früher, wie gesagt wurde. Da kann man verstehen, warum es verlassen wurde. Meine Güte, ist das. Ja, das ist übel. Das ist übel. Es ist mal angenehm, kein Handy, kein Controller in der Hand zu haben. Das ist mal angenehm. Wow. Kinderzimmer mit verlassenen Betten und alles mögliche. Puh.
Also auf jeden Fall jetzt wieder eines. Shit. Egal. Ich hätte auf der rechten Seite noch gucken müssen. Egal. Zeit war so knapp. Ein Foto. Bestimmt der letzte Hinweis tat uns zum Zimmer führen, ne? Hey, wie sieht's aus? Was gab's in Las Palmas? Hier ist nix. Hey, also, ich konnte kein geheimes Spielzimmer finden. Ich weiß nicht, wovon Finn redet. Okay, verschwenden wir keine Zeit damit. Komm einfach schnell wieder zurück. Ja. Verstanden. Wird am besten sein. Bestimmt der letzte Hinweis hätte uns dahin geführt. Wette ich drauf. Da wette ich drauf, dass uns das in das Geheimzimmer geführt hat. Da war irgendwie so ein Quadrat. Da war bestimmt irgendwie ein Schalter oder sonst irgendwas. Ein Geheimschalter. Monopo. 14 Stunden, ey. Der verläuft gar nicht gut, das ja. Also ich glaube nicht, dass wir den Fall gelöst bekommen. Aber ist auch egal. Ich meine, ich und Jamsnake werden da den wohl geknackt bekommen. 20:23 Uhr. Ich bin erneut an dem Tatort, an dem Detective Jack Calvary verstarb. Ich sehe mir zuerst das Schlafzimmer näher an. Es ist kein riesiges Zimmer. Aber man kann ja nie wissen, ob das Forensik-Team was übersehen hat. Ne? Oh, jetzt darf ich nochmal gucken. Da ist auf jeden Fall was. Ja. Und ja, da haben wir alle drei. Sehr gut. Blut überall. Die Spuren gehen nach außen, auf dem Kopfteil, von dem Ausgangspunkt der Explosion. Forensiker haben bestätigt, dass die Kugeln aus der Waffe von Calvary kamen. Aber warum? Verborgene Kamera. Hey. Da wird wohl immer drauf sein, denke ich mal. Was ist denn das? So ein Mist. Da bin ich ja mal gespannt, was da drauf ist. Da bin ich ja mal gespannt, was da drauf ist, ey. Ah, die ist bei der... damit bisch. Ah, das wäre so eine Prostituierte gewesen, die er sich geholt hat. Ich glaube nicht, dass er zum Liebesack gehört. Ne, definitiv nicht. Oh, der ist aber schnell gestorben. Normalerweise geht er noch minutenlang so. Versucht sich doch zu wehren, zu treten und alles mögliche. Und dann erst. Okay, ne, das. Okay, wer ist das? Dann nimmt jemand die Waffe. Oh, da lässt es jemand wie Mord aussehen. Da lässt es jemand wie wie Mord mit Verteidigung aussehen. Wie bei der Witwe. Wow. Tja, unwahrscheinliche Worte. Aber zum Glück war Carrie so ein perverses Stück Scheiße. Das ist krass. Ja, definitiv. Oh, sie sind aber doch schon ein paar Dinger. Ein paar Schicksalsmomente schon eingetragen.
Ist da jemand? Wird sie immer noch verfolgt? Wer ist das? Wer ist das? Felicity? Ich kann es erklären. Ja, das sollten Sie auch besser. Okay. Okay, aber könnten... Na los. Reden Sie. Ich musste das wissen. Was wissen? Über Sie. Was wollten Sie rausfinden? Ich weiß, Sie und Calvary hatten Ärger. Das ist untertrieben. Darauf will ich hinaus. Die Ermittlung? Meine Güte. Sie ich, auch? Ich muss alles in Betracht ziehen, Becky. Sie wissen das. Die denn wenn Sie Calvary beseitigen wollten, hätten Sie das durch Finns Geständnis dem Trapper zuschreiben können. Gelegenheit und Motiv. Ganz recht. Genau wie jetzt gerade. Oh mein Gott. Oh Gott. Bitte. Bitte, Becky. Wer bin ich? Wer? Dass Sie, sowas für möglich halten. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ja. Toll. Toll. Da würde mich auch verletzen, wenn ich mit jemandem zusammen die Akten zusammen anschaue und alles versuche, um den Mord rauszufinden. Um die Typen zu finden, der wirklich dahinter steckt. Oh. Okay, damit ist Teil 2 beendet. Teil 2 ist schon zu Ende? Feld, wenn es weitergehen kann. Oh, das ist aber jetzt schnell gegangen, aber ich will noch kurz meine Gedanken beenden. Ja, das würde mich extremst enttäuschen, wenn das so wäre. Und hinterher kommt dann raus, ja, derjenige tut mich dann auch noch verfolgen als Stalker. Also ganz ehrlich. Kein Verständnis für, ganz ehrlich. Naja, egal. Aber gut, ich würde sagen, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen, dieser Teil 2. Und wenn ja, wenn ihr mir auf der rechten Seite ein Abo da lassen, Daumen nach oben, teilt mit Freunden, Bekannten. Und dann sieht man sich natürlich beim nächsten Teil wieder. Bis dahin und tschüss.